Hi, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Vorstellung meiner Pferde. Wir fangen an mit Dream Dreamer, auch bekannt als Dreamer oder halt, das ist der Friese für mich. Wie ich bei den Ponys schon sagte, ich wollte damals unbedingt einen Friesen haben. Und ja, hier haben wir Dreamer, der Friese, den ich unbedingt haben wollte. Und ja, Dreamer war damals... Ich habe eine Freundesgruppe gehabt, die hatten ja alle schon die tollen Friesen und ich stand da mit meinem Pony dazwischen. Dreamer war dann halt der Friese, der mich da reingebracht hat. Ich hatte einen Zwillingslook mit einer anderen aus unserer Gruppe. Sie hatte auch einen Friesen und ja, ich habe bis auf den Hut und die Stiefel und ja, ich glaube die Hose habe ich auch falsch. Egal, habe ich diesen Look jetzt eigentlich gerade an. Wir hatten halt immer diesen schwarzen Sattel mit einer bunten Schabracke. Bunten Gamaschen und passenden Zügeln dazu. Bei dem roten war es dann halt hier dieses mit dem das schwarze mit dem roten Streifen oder halt auch das ganz rote Zaumzeug, das habe ich aber nicht gefunden. Ich habe noch orange, das war mit orangener Decke, ja, orangen Gamaschen und einmal einem orangenen Zaumzeug oder halt hellblau hatten wir alles. Dann war es halt einmal diese Jacke mit der schwarzen Jeans und damals einfach schwarzen Stiefeln an und dem schwarzen Cowboyhut und das war so unser Zwillingslook. Make-up weiß ich nicht mehr, ob es das richtig war, aber die Haare damals waren es auf jeden Fall. Und ja, mit Dreamer immer viel Herde gespielt, vor allem nachher hier dann halt in den vergessenen Feldern, als sie dann rauskam. Ja, Dreamer lange Zeit das Lieblingspferd gewesen. Ja, ich feiere ihn bis jetzt irgendwie immer noch. Ja, das ist Dreamer. Kommen wir dann auf das einzige Friesenpferd aus Generation 1. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal Generation 2 an. Hier haben wir einmal den Friesen aus Generation 2. Das ist Dark Dreamer, auch bekannt als Dreamer 2.0. ja, ich habe irgendwann beschlossen, alle meine Friesen Dreamer zu nennen, weil ja, einfach so updated. Ich sehe ihn gerade und ich muss gestehen, ich bin irgendwie nicht so hart der Fan von dem gerade. Ich meine, der schwingt einfach extrem mit so... Ja, wackelt da gerade sehr dezent drauf rum. Aber okay. Ja, damals das Update vom Friesen. Ich meine, der erste Friese damals war schon ein großes Highlight mit seiner sich bewegenden Mähne. Der zweite Friese dann halt mit dieser komplett Flattermähne. Noch mehr in edlen Gängen. Ja, da habe ich beschlossen, das wird dann jetzt halt eine Dreamer 2.0. Ja, das hier ist Dark Dreamer und switchen wir zu den friesischen Sportpferden der Generation 2. Ja, hier haben wir einmal Nightblood. Wie wir sehen, ich habe Nightblood noch nicht gelevelt. Ich habe Nightblood mir damals nur gekauft, weil ich ihn einfach unheimlich schön fand. Der Name ist entstanden, ich habe zu der Zeit sehr gerne The 100 geguckt. Leute, die zu Anführern geboren waren und schwarzes Blut hatten, hießen Nightbleeder, auch bekannt als Night, halt, oder halt auch Nightblood. Daher ist tatsächlich sein Name entsprungen. Und ja, viel gibt es zu nicht erzählen, wie gesagt, Level 1er Pferd, was ich vielleicht irgendwann nochmal leveln werde. Mit coolem Name, mit cooler Herkunft, ansonsten ja, nicht so viel Besonderes. Dann haben wir als nächstes die Snow Queen, das weiße friesische Sportpferd. Ja, wie gesagt, hier habe ich auch nicht viel zu erzählen. Steht jetzt ein Weilchen im Stall, habe ich bis Level 6 hoch geskillt und ansonsten, ja, sie ist auch einfach da. Vielleicht fährt sie demnächst wahrscheinlich mal leveln. Vielleicht sieht man sie sonst irgendwo anders auch nochmal hier auf dem Kanal. Ansonsten würde ich sagen, let's go zu Generation 3. Ja, hier haben wir einmal den Dark Dreamer, aka Dreamer 3.0, Friese der Generation 3. Ich muss sagen, ich liebe diesen Pferd, ich liebe die Mähne. Die ist, ist die so schön. Ansonsten liebe ich dieses Pferd tatsächlich nicht so sehr. Ich finde ihn sehr bullig irgendwie. Das, ich weiß, das mag ich halt an anderen Friesen lieber. Es ist so ein bisschen... Ja, eleganter sind, keine Ahnung. Ansonsten, ich mag die Hinterbeine im Trab nicht so gerne, aber ja, wir haben uns arrangiert und ich habe ihn auch ausgelevelt. Arrangiert, das klingt also. Es sind halt trotzdem noch ein Haufen Pixel, ne? Aber ja, wir haben
Daydreamer als Abschluss der Friesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.